Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Anduril. Den Speicherstand wieder hergestellt. Keine Sorge, ich habe gerade gespeichert. Kurz bevor ich aufgenommen habe. Alles ist gut. Wir sollten einen Meter Abstand halten. So. Und nun können wir endlich rausgehen. Oh Gott, das wäre jetzt so ärgerlich gewesen, wenn ich nicht abgespeichert hätte. Alter. Oh mein Gott. Glück gehabt. Meine Fresse. Wer kann auch an, dass man irgendwie schon einen Meter davor explodiert? Naja, wir gehen zurück nach Anduril. Und müssen, glaube ich, zurück in die Heimat. In die große Stadt. Libyk Stadt. Ich glaube schon. Es sei denn, wir haben noch eine andere Quest. Wir hatten zwei Quests, das weiß ich. Ich glaube, wir haben auch beide erledigt. Stimmt, und zwischendurch haben wir dann diesen komischen Werwolf getroffen, der mich mal ziemlich erschreckt hat. Stimmt, das muss ich noch rausschneiden. Das ist eine gute Idee, Zero. Das ist eine gute Idee. Türmchen. Wieso haben wir denn hier? Ich bin leider kein Khajiit mehr. Eigentlich darf ich gar nicht so reden. Ich vermisse meinen Khajiit, aber wir werden auf jeden Fall nochmal zu unserem Khajiit zurückkehren. Der Speicherstand ist ja noch da. Ich muss nur die ganzen Mods installieren und dazu war ich in letzter Zeit zu faul. Ja cool, die Truhe ist leer. Anscheinend waren wir hier schon mal. Cool. Alter, wo ist der Ausgang? So, wir gucken mal auf unsere, nicht Inventar, sondern Quest. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück, wir tragen zu viel. Wenn ich das hier ausrüste, kann ich dann irgendwie auf der Karte was sehen? Nein? Okay, dann nicht. Wir müssen zum Piratenturm. Der sich da befindet. Ziemlich nah dran, das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen, ja. Von wegen nah dran. Es sei denn, wir gehen einfach über die Brücke. Dann ist das nah dran. Wieder mal eine gute Idee, Zero. Du hast die besten Ideen. Böse oder gut? Zuerst schießen, dann fragen. Ich weiß nicht mehr, was du warst. Du bist einfach tot. Ich hoffe, du warst keine normale Wache. Sieht nicht aus wie eine normale Wache. Sieht aus wie Straßendieb. Easy. Oh, da leuchtet's. Tja, ich habe den Straßendieb beklaut. Ja, na gut, ich glaube, wenn man ihn getötet hat, ist das kein Clown mehr. Dieben. Was ist das für ein Wort? Bin ein geografischer Überblick. Brauche ich nicht. Habt ihr Essen für mich? Rechtes Essen? Ich weiß es nicht. Ich darf nicht mehr so einen Scheiß mitnehmen. Da war ja was. Ich bin ja komplett voll. Das ist kein Myradenturm. Ja, leck mich. So sieht ein Miradenturm aus. Ah. Ja gut, dann haben wir zumindest jetzt ein Ziel. Komm ich hier runter unbeschadet? Im Leben nicht, Alter. Bin ich ja tot. Oh, ein Tisch. Und ich bin unbeladen. Gesellenbuch. Psionik. Apropos Gesellenbuch. Entropie. Honig. In der Räder Christenboot. Ja, ziehen wir uns einen Kürbis rein. Ansonsten haben wir leider nichts. Das ist eigentlich scheiße wertlos, ne? Oh. Dankeschön. Gut, Miradenturm. Ich kann mich damit eigentlich mal kurz heilen, ne? Im Miradenturm befindet sich da hinten. Alles, was wir unterwegs sehen, werden wir erkunden. Das ist der Plan. Ist mir alles scheißegal. Hier ist zum Beispiel eine Höhle. Da gehen wir rein. Schnell, was greift mich an? So scheißegal kann es mir ja dann doch nicht sein. Das brauche ich nicht. Ach du Scheiße, das ist tief. Das ist tief.
Ich speichere kurz ab. Oder irgendwas hat mich gesehen? Willst du mich verarschen oder was? Wie OP bist du denn? Ich sehe absolut rein gar nichts. Oh. Dich habe ich schon gesehen. Level up. Lebensenergie, komm. Warten wir schon lange nicht mehr. Oh, Blut. Blut ist immer ein gutes Zeichen. Für die Gegner, nicht für mich. Familiengruft. Oh, die Gegner sind leichter geworden. Nice. Das soll eine Höhle sein? Das mag ich stark zu bezweifeln, aber gut. Gehen wir mal rein und gucken mal, was wir hier so haben. Das sieht gruftenmäßig aus. Ich sehe dich. Achso. Oh Gott, ihr lebt ja. Ich dachte, ihr wärt Dekoration, sorry. Hab ich wirklich gedacht. Ein Eisendolch und ein paar Groschen. Ja, das ist der Wahnsinn. Oh, ich hab einen Ständer. Also, geklaut. Oh. Warum ist das Gewicht so scheiße? Honigmet. Muss noch ein bisschen was loswerden. Hier habe ich noch Gift. Braucht keine Sau. Salz würde ich gerne behalten. Nein, nein, ich sagte nein. Noch mehr Münzen. So, und das war's in der Gruft? Ist eine Uhr. Achso, das ist eine Uhr. Ich dachte, das wäre ein Stein. Ah, nee, hier geht's weiter. So ansatzweise weiter. Ah, eine Tür. Ah, da, jetzt kommen wir dem Ganzen doch schon ein bisschen näher. Jetzt wird's spannend. Lederhelm. Und da gab's keine mehr. Skelette. Noch Silberkelch und Sarg mit Rolle des Feuerballs. Verdammte Scheiße. Ich lern's nicht, Freunde. Ich lern's nicht. Nein, nein, das wollte ich nicht. Wieso bin ich jetzt überladen? Ach, wo habe ich denn... Ach, das war diese Scheiße, ne? Es hat nicht mal Wert. Es wiegt so viel und hat nicht mal Wert. Das ist unglaublich. Ich dachte schon, das war's. Ich dachte schon, das war der ganze Loot, den wir hier bekommen können. Ich sehe dich. Taschendiebstahl. Sauber, das können wir direkt lernen. Oh. Okay, können wir doch nicht sofort lernen. Aber wir haben hier noch Zaubersprüche. Oh. Ja, ich gebe auch was zurück. Immer wenn ich etwas nehme, gebe ich auch etwas zurück. Ich bin wie Robin Hood, nur ein bisschen scheiße. Kleidung. Ja, wow, also ich muss schon sagen, der Loot hier drin, der ist ja wohl mal ausgesprochen genial. Särge mit 2 Gold drin. Hat sich gelohnt herzukommen. 2 Gold, ich bin jetzt reich. War das noch eine Tür? Okay, ich wollte schon sagen. Probieren wir einfach mal die Tür aus. Geht immer weiter runter. Landen wir in der Hölle? Apropos in der Hölle, wir müssen noch... Großartig. Den Unsterblichen besiegt irgendwie. Gut, wenn er unsterblich ist, geht das ein bisschen schlecht, aber... Vielleicht waren wir einfach nur scheiße schwach. Und wenn nicht, dann stirbt halt die komplette Unterstadt. Kleidung. Oh, das hätten wir auch abschießen können. Alter, wo führt mich das denn hin? Wie so ein Gegner? Nein.
Hast du mich verjagt, Alter? Ich wollte dein Buch klauen, Mann. Lass mich. So, was haben wir denn da? Geisterschwarzbär rufen. Nice. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Skelett ist leer. Da ist noch eine Tür. Das hört sich gut an. Oh, toll, das ist Ausgang. Ich glaube, das war unser Ziel. Der Zauberer. Wir werden ihn gleich nochmal überprüfen. Vielleicht hat er geilen Stuff dabei. Ach komm schon. Ach bitte. Ich will doch hier noch raus. Ich habe gleich keine Dietriche mehr. Aber ich hatte noch nie so viele. Warum verdirbst du mir meine gute Laune? Das hat doch gerade eben noch funktioniert. Was erzählst du denn das? Hä? Das hat doch gerade noch funktioniert, oder nicht? Ach, Experte. Okay, Konzentration. Konzentration. Okay. Oh, Gott sei Dank. Einfach nur Gott sei Dank. Okay, untersuchen wir ihn mal. Nimbus des rätselhaften Nomaden. Mana-Regeneration. Schlüssel der... Schlüssel. Den gottverdammten Schlüssel bei. Wieso? Wieso, Zero? Wieso tust du dir das selber an? Hättest doch ganz einfach den Schlüssel nehmen können. Und dann hättest du glücklich bis an dein Lebensende leben können. Aber nein! Du hast dich dazu entschieden, das Schloss zuerst zu knacken, weil du sehr schlau bist. Ich muss die Stäbe verkaufen und die sind so wertvoll. Das werfe ich weg. Ich brauche nur noch ganz wenig Gewicht. Seelensteine. Baupläne habe ich 2. Die wiegen aber nichts. Ja, hier kann ich nichts wegwerfen, ne? Es ist blöd. Ich habe hier den Bericht eines unbekannten Reisenden. Und der Schlechter von Ark, den brauchen wir. Ach, komm, ganz ehrlich. Das ist doch nicht dein Ernst. Einfach raus hier, komm, einfach raus. Das ist so. Das ist einfach gemein. Wir haben gerade 7 Dietriche verballert. Und wofür? Für den Arsch. Ganz ehrlich, für den Arsch. Wo ist meine Markierung gerade da? Oh, da sind wir aber weit gekommen. 2 Zentimeter. Ja. Gut, hätte ich gewusst, dass da das Höhlenende ist, wer hätte ich da natürlich angefangen. Dann hätte sich das Knacken gelohnt. Aber so nicht. Pilzi! Oh ja, bitte. Wo finden wir ihn nochmal? Eisbranke da. Ah, 0,5 mehr tragen. Cool. Was? Wie? Ich wurde nicht mal gewarnt. Ich wurde nicht mal gewarnt. Der hat nicht mal Musik angefangen. Normalerweise kommt die Battle-Musik. Aber selbst die gab es nicht. Laufen wir den ganzen Scheiß mal ab. Direkt 2 Bären, ich glaub's nicht. Die haben mir nicht mal Geräusche gemacht. Ich habe einfach das Leben verloren. Normalerweise Bären brüllen. Brüllen Bären. Im normalen Fall. So, wo seid ihr, kleinen Kackbratzen, Alter? Jetzt habe ich dich gehört. Oh. Ist auch so getarnt, weißt du?
So, wo ist dein Bruder? Den kill ich nämlich jetzt auch noch. Will ich mich verarschen? Ihr wart doch zu zweit. Ah. Hast gedacht, du kannst dich verstecken, wa? Hast gedacht. Hat er gedacht. Da war die Eispranke ein Prank. Die Eispranke, Alter. Ich glaub's nicht. Geeispranked wurde ich. Kann ich wenigstens weitergehen? Oh, eine Mine. Ich sollte da hineingehen. Obwohl, ich kann nicht, ich kann nichts mehr tragen, Freunde. Ein schwerer Fehler, wo jetzt reinzugehen, ne? Ja, komm. Tut mir leid. Ich muss dringend zurück. Ich kann einfach nichts mehr tragen. Da geht einfach nichts mehr. Ach. Dann gehe ich halt zu Fuß. Wie ein normaler Mensch über die Straße. So viele Sachen zu erkunden. Und ich muss alle bei allem durchlaufen. Was ist er hier? Ich höre schon wieder einen Bären. Nö. Leck mich, Bär. Ganz ehrlich, leck mich. Gut oder böse? Er zieht sein Schwert, er ist böse. Oh, eine Hütte, Freunde, eine Hütte. Kann da einfach nicht widerstehen. Wolfies. Wo ist die Hütte? Ach, weißt du. Ich brauch Tragekraft, das geht gar nicht. So krass. Ich habe schon einen Rucksack auf dem Rücken. Und hast den nicht gesehen. Bin ich damit reisen? Nein. Jetzt bloß nicht entdecken, Zero. Bloß nicht entdecken. Huch. Okay. Der hat ein fettes Geschütz. Ich lauf weg. Du Scheiße, was kommt denn da für Nebel raus? Komm, wir laufen einfach straight hier vorbei. Skelett. War kein Skelett, war ein Pfeiler. Einfach weiterlaufen. Wo bin ich jetzt? Ah, ich bin fast da. Aber es gibt zwei Türme. Welcher ist jetzt der richtige? Ich vermute mal eher der da hinten, ne? Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Lauf einfach zu dem. Ich glaube, das ist der richtige. Ah, das sieht gut aus. Klippenwachte noch. Na klar. Na gut, gehen wir hier kurz rein. Brauche ich dich? Oh Gott, ich will looten. Oh, holy shit. Oh, ich dachte, das wäre ein Monster. Da hat jemand... da hat jemand gespuckt. Ich, oh, ich dachte, was ist nun los? Das lobe ich mir doch mal. Alter, spuck doch nicht, ey. Das hat mich voll erschreckt. Gott. Vibe. Na gut, zumindest etwas zu essen bekommen haben wir. Bist du ein Wachmann? Da war ein Straßendiebvogel. Alter. Oh, wir sind... Oh, wir sind dann arg dran. Egal, trotzdem beraten haben. Komm, was soll's. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Es kommt mir sehr bekannt vor hier. Als wäre ich hier schon mal gewesen.
Na komm. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Please, bring mich einfach nur nach Hause. Dieses Abenteuer hat mir gereicht. Hm? Miranturm, hallo? Erkundet? Hallo. Und er mit euch. Wohin soll's gehen? Ich möchte gerne nach Ark-Innen. So, ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal alles verkaufen. Dann haben wir ein bisschen Kohle. Und ich werde das in Bücher investieren. Und dann sehen wir uns nämlich morgen direkt wieder zu einer neuen Folge mit neuen Abenteuern aus Enderal. Haut rein, euer Serum. Tschüss.